Es gibt kein Muss. Ich höre immer, ich muss dies tun, weil ich sonst nicht. Ich muss das tun, weil mir sagte, ich soll das tun. Ich muss unbedingt noch, sonst. Ich muss morgen. Sterben muss man irgendwann. Kacken muss man öfter mal. Sonst muss man nichts. Auch atmen, essen und trinken kann man einfach sein lassen. Aber es ist nicht sehr gesund. Es gibt kein Muss auf dieser Welt. Jedes Muss ist eine Interpretation eines aufgezwungenen Möchte eines anderen. Jedes Mal, wenn wir etwas tun müssen, tun wir, was jemand möchte, dass wir es tun, weil jemand anders sich daraus etwas an Vorteilen erdenkt. Jedes Muss ist also nur ein kontrahentes Möchte eines anderen. Denk mal nach. Schlimm, schlimm, was ich immer alles höre, was jemand tun muss. Wenn ich etwas tue, dann weil ich damit etwas erreichen möchte. Ein Muss ist nur ein sich unterdrücken lassen von irgendetwas. Schaut euch die Leute in Berlin-Brandenburg am Flughafen an. Müssen die fertig werden? Scheinbar nicht, oder? Termindruck ist Stress und Stress ist ungesünder als Fettleibigkeit. Möchte ich früher ein Herz-Kreislauf-Versagen sterben? Nein, also hetze ich mich doch auch nicht ab. Meine Pünktlichkeitsquote in der letzten Schule war so, bei 9%. Laut Statistiken, die ich tatsächlich geführt habe. Nach Zeit bezahlt werden ist sowieso Humbug. Wenn ich für weniger Arbeit genauso viel Geld bekomme wie für viel Arbeit, nur weil ich eine bestimmte Zeit absitze, dann tue ich doch auch folgerichtig weniger, oder nicht? Wer ist schon schlicht genug, um unnötig mehr zu tun, ohne mehr davon zu haben? Denn so hätten andere ja mehr davon und man selbst weniger. Nun, das klingt ziemlich kompliziert, aber man muss einfach mal das Gleichgewicht finden zwischen dem, was ich möchte und zwischen dem, was mein Gegenüber möchte. Man darf sich nicht von allem unterdrücken lassen. Ich predige immer wieder Egoismus und die Leute verurteilen mich. Aber ist es denn schlecht, gut leben zu wollen? Ohne Egoismus entstehen nämlich sofort Minderwertigkeitsgefühle. Ego ist ja ich. Und wenn ich nicht an mich denke, wo sind wir dann? Fremdbestimmung und Abhängigkeit. Nun, Eltern reden einem schon als Kind ein, dass Liebe an Gehorsam gebunden ist. Und dadurch zweifeln Kinder schon an sich selbst und werden durch Schuldgefühle fügig gemacht. Das zu erkennen hilft, es zu ändern. Mein halber Freundeskreis jammert nur über dessen Leben rum, vor allen Dingen über die Eltern, was die alles Böses tun. Doch die Umstände haben keine Schuld an negativen Gefühlen. Nur die Einstellung und Wertung der Umstände durch einen jeden selbst hat Schuld an den negativen Emotionen, die daraus geboren werden. Jeder hat die Kraft, seine Situation zu ändern. Wer aber stattdessen Entschuldigungen sucht, inwiefern doch alles schlimmer werden könnte, wenn man etwas täte, dann ist die persönliche Stagnation Grund des Leids und niemand kann helfen. In einem Gespräch gibt es immer einen Kräfteaustausch. Einer erträgt Leid vom anderen und einer spricht Leid aus und befreit sich etwas davon. Aber helfen tut es nichts. Wenn die Symptome geschwächt werden, bleibt die Krankheit bestehen. Wer die Situation nicht ändert, wird ewig deprimiert bleiben. Auch wenn man durch kurzes »Oh, mir geht's ja nur schlecht« einen gewissen Grad der Erleichterung erfährt. So kann sich aber auch gerade bei alten Menschen eine Klagehaltung einstellen. Wir sind den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt, uns selbst weh zu tun, ohne zu erkennen, woran es liegt und es zu ändern. Nun, alles Geschehen der Welt ist neutral, die Mischung aus schlecht und gut. Lediglich die Wertung zwingt diese Umstände wie in Schrödingers Gedankenexperiment bei der Katze in einen Zustand zu springen und ihn für unsere emotionale Messung beizubehalten. Es entstehen überhöhte Maßstäbe, die wir uns und jedem anderen auferlegen. Dadurch entstehen auch solche Denkweisen, die beinhalten, dass der Wert einer Person auch von dessen Aussehen abhängig würde. Ablehnung sagt etwas über den Geschmack bestimmter Personen aus. Niemand entspricht jedermanns Vorstellung, da viele untereinander kontrovers sind. Folgerichtig gilt, dass niemand jedem gefallen muss, nur sich selbst. Da sind wir leider wieder beim Egoismus. Psychologisch gesehen ist es am korrektesten, an sich selbst zu denken, da man anderer Leute Wertung nicht beeinflussen kann und soll. Manche Menschen nehmen uns demnach an, andere nicht, auch im Beruf. Ich verdrehe mich nicht für meinen Arbeitgeber, der nun eventuell auf Facebook stalkt. Entweder er nimmt mich oder eben jemand anderes. Die Dosis macht das Gift auch beim Egoismus. Egoismus heißt Ich-Bewusstsein. Und dass in der Gesellschaft so ein schlechtes Bild darüber vorherrscht, liegt daran, dass die, die dieses Bild entwarfen, ein Ich-Bewusstsein ablehnen, weil sie von der Charakterschwäche der breiten Masse profitieren. Menschen müssen dumm und selbstzweifelnd gehalten werden, um sie gut lenken und manipulieren zu können. Genauso Drohungen wie tu dies oder das oder lasse dies oder das, sonst bringe ich mich um. Nur der Egoist würde sagen, dann tu halt. Aber genau das wäre auch richtig. Denn der Selbstmord liegt nie an anderen, nur an sich selbst. Und wer anderen mit diesem droht, möchte nur Macht ausüben, die niemand zulassen würde, der Egoist ist. Und Egoisten leben einfach besser,
So oft, wie ich dieses Wort schreibe, haltet ihr mich vielleicht für schlecht. Aber ich bin lediglich aufgeklärt. Wer nicht damit übertreibt, findet im Egoismus den Wert zur Selbstsicherheit. Und das ist eine gewisse Dosis des Giftes Egoismus, die jedem innewohnen sollte. Denn auch in der Homöopathie kennen wir doch, dass jedes Gift auch zu guten Zwecken eingesetzt werden kann. Ändern Schuldgefühle nun die Situation? Nein. Also vergesst, was schief lief und schaut nach vorn. Die Gefühle nehmen Zeit und Kraft und ändern gar nichts. Mensch, selbst Liebe ist Egoismus pur. Wer liebt, der möchte eine Person nur für sich haben und teilt sie mit niemandem. Wenn sich dieser Egoismus zu sehr steigert, dann entsteht Eifersucht. Man verdächtigt den Partner, sich zu teilen, was gar nicht geht. Eifersucht ist absoluter Egoismus, überzogene Liebe. Und wieso teilen wir diese Person nicht? Weil sie bestimmte Bedürfnisse, gleich welcher Natur auch immer, in uns erfüllt. Demnach ist Freiraum ein Rezept für eine funktionierende Partnerschaft. Freiraum für alle an der Beziehung beteiligt. Da jeder schon einmal geliebt hat, ist auch jeder schon egoistisch gewesen. In einer Beziehung, wie der Name sagt, bezieht man sich aufeinander. Daher ist auch niemals nur eine Person schuld, wenn die Beziehung leidet. Sätze wie "du meldest dich ja nie" verlieren mit der Einstellung die Bedeutung, denn sie rufen Gedanken hervor wie "du ja auch nicht". Viele ändern sich nicht, weil die Umwelt negativ auf Egoismus reagiert. Vorerst. Denn die Umwelt profitiert natürlich nicht von unserem Sinneswandel. Natürlich wehrt sie sich erst etwas dagegen. Selbstsicherheit ist die Freiheit, selbst zu entscheiden, was man tut. Ohne Beeinschränkung durch die Angst vor Entwertung anderer. Einziger Nachteil ist, dass man der Einzige ist, der Schuld an eventuellem Fehlverhalten trägt. Man kann es auf niemandem erschieben. Aber selbst ich bin ein schlechter Egoist, weil ich durch eine, mehr oder weniger nette Vergangenheit immer noch viel zu viel für andere tue. Denn durch meine Kindheit leide ich unter einem gewissen Geltungsdrang und einer Entwertungsangst. Was ich aber ändere. Denn wir sind unser eigener Lehrer und unser eigener Schüler und auch unser einziger Lehrer und unser einziger Schüler. Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen, mit der Machete der Vernunft eine Schneise durch den Dschungel gesellschaftlicher Dummheit zu schlagen. Denn es gibt immer noch sehr viele, die sich einfach zu wenig trauen.